Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Paskalationskanal. Ihr wisst Bescheid. Und zwar geben wir uns einen neuen Genetik-Song featuring Kollega. Genetik ist zurück. Freue mich drauf. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Genetik hat für mich das Album des Jahres abgeliefert, obwohl Kollega hier am Start ist. Alter. Kollega auch eins der besten Alben in diesem Jahr rausgehauen. Weil so, ja, das ist ein anderer Talk. Aber auf jeden Fall, ich freue mich riesig auf diesen Track und. Wir gehen rein. Digga, erstmal sick wieder der Produzent sein. Ist ein. So wie der Beat anfängt, erstmal ein sehr atmosphärischer Beat. Ist ja auch grau gehalten, das Video. Bin gespannt, auch was für eine Art von Song wir bekommen. Ich denke, Kollega wird sich hier Genetik anpassen, weil es so Feature-Kollega ist. Aber mal sehen. Digga, ich freue mich so, dass Genetik wieder was droppt, Alter. Graue Schwaden, die an Hausfassaden hängen wie Weed-Dunst. Fahr im Benz durch die Siedlung, seh mich ernst in der Street um. In den Gesichtern der meisten stehen kriminelle Motive. Wie bei den MS-13-Jungs mit einer Gang-Tätowier. Digga, was eine kranke Atmosphäre. Und wie streetlastig das hier ist, ne? Digga. Digga. Habe ich so überhaupt nicht erwartet, dass so eine Richtung hier kommt. Digga. Kollege auch schon lange nicht mehr so auf Street-Atmosphäre jetzt gehört, zumindest nicht in letzter Zeit. Fahr im Benz durch die Siedlung, seh mich ernst in der Street um. In den Gesichtern der meisten stehen kriminelle Motive. Wie bei den MS-13-Jungs mit einer Gang-Tätowierung. Keiner redet. Quiet Place, niemand da. Ist das Siegerstraße oder Leidensweg? Zweifel, die mich beschleichen, sie kommen still und leise. Wisch sie zur Seite wie den Regen auf der Windschutzscheibe. Lies meine Texte und deine innere Stimme. Lies meine Texte und deine innere Stimme. Ja, es ist also, man ist so nachdenklich über das, was so passiert. Und ja, ist geil. So lassen vieles Revue passieren, was denen so durch den Kopf geht. Feier ich. Keiner redet. Quiet Place, niemand da. Ist das Siegerstraße oder Leidensweg? Zweifel, die mich beschleichen, sie kommen still und leise. Wisch sie zur Seite wie den Regen auf der Windschutzscheibe. Lies meine. Schieß sie zur Seite wie den Regen auf meine Windschutzscheibe. Auch nice, so die Zweifel wird weggestoßen. Nice, auch. Sie kommen still und leise. Wisch sie zur Seite wie den Regen auf der Windschutzscheibe. Lies meine Texte und deine innere Stimme. Beginnt anstatt wimmernd einfach Killer zu klingen. Es ist und bleibt ein. Machen wir nochmal kurz zurück, Leute. Lass mir nochmal geben, kurz. Oder Leidensweg. Zweifel, die mich beschleichen, sie kommen still und leise. Wisch sie zur Seite wie den Regen auf der Windschutzscheibe. Lies meine Texte und deine innere Stimme. Beginnt anstatt wimmernd einfach Killer zu klingen. Lies meine, also anstatt meine Texte wimmernd klingen sie Killer für dich. Ja, ist nice. Sachen, wo man sich denkt, vielleicht auch, ist gar nicht so cool, das zu rappen und so. Und das dann für dich klingt so cool und nice, so. Ja, ist geil gemacht. Was man ja auch immer vergisst, finde ich. Egal, ob so Promis, ob es Rapper sind oder ob es Fußballer sind, so. Das sind alles Menschen, so, weißt du? Die werden immer da hingestellt, Kunstfigur, Rapper, so. Hau mal was Neues raus, mach das, das könntest du besser machen. Ich reagiere ja zum Beispiel auch auf den Song, so, wer bin ich, so, weißt du? Aber, was ich halt cool, was dann dabei nicht vergessen habe, das sind auch Menschen mit Problemen, mit Zweifeln, alle Probleme, die wir haben. Vielleicht haben die sogar noch viel mehr Probleme, psychische Sachen manchmal. Ist schon echt heftig. Es ist und bleibt ein Kampf mit der Versuchung. Und wenn ich verliere, wird meine Vergangenheit zur Zukunft. Such die Stille, diese Verlust. Und wenn ich verliere, wird meine Vergangenheit zur Zukunft. Auch über nice. So nach dem Motto, ja, ich habe es nicht geschafft. Ich lande wieder auf der Straße von ganz oben nach ganz unten. Ganz nice Aussage. Umwelt ist ein bedrohliches Umfeld, wie ein exotischer Dschungel. Ich kam nach oben von unten, ging nur in Kampfstellung raus. Und nach dem Tankstellenraub hieß es Langstreckenlauf. Hab ich nie. Und nach dem Tankstellenraub
hieß es Langstreckenlauf. Da sieht man mal, wo Kollega und Genetik auch herkommen. Also erstmal nur Kollega. Wie ein exotischer Dschungel, ich kam nach oben von unten, ging nur in Kampfstellung raus und nach dem Tankstellenraub hieß es Langstreckenlauf. Hab mich niemals verkauft, das sind reale Berichte und keine Fabelgeschichten wie die Abendnachrichten. All die Das sind keine Fabelgeschichten wie die Abendnachrichten, auch sehr nice. Ja, er hat viel Struggle auf seinem Weg gehabt. Auch bei ihm lief es nicht immer, gerade zu der Anfangszeit. Ich meine, dass er sogar, wo JBG 1 kam, haben die auch richtig schlecht verkauft. Da hatte ein Kollege, glaube ich, sogar noch ans Aufhören und so gedacht. Ich meine, ich habe ich irgendwo gelesen. Ich hoffe, ich vertausche die Informationen jetzt nicht, aber ich meine, das war so. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr ein paar Kollegen dort sind. Menschen, die blind unter Hochspannung stehen, sind nur Fähnchen im Wind wie beim Mondlandungsfake. Diese Welt ist nur eine Show und jede Stresssituation nur eine Testsimulation. Rauchschwaden, Paradox, Leben ist ein Test, doch ich kenne keine Aufgabe. Das Leben ist ein Test, doch ich kenne keine Aufgabe. Auch übernice. Bin auch sehr auf den Genetik-Part jetzt hier gespannt. Schau mich um, da ist niemand mehr, was bleibt, ist die Stille. Nicht in diesem Leben ist für immer. Ich weiß, mein Stern da oben wird mich eins verlassen und geht unter. Doch die 9 Millimeter funkelt. Und dann kam die Stille. Eisige Winde, alles grau wie der verschleierte Himmel. Und ja, ist ein sehr geiler Song. Ich habe nicht gedacht, dass Genetik und Kollega so krass auf den Song kommen. Das ist ja nicht der erste Track der beiden, da gab es schon welche. Ja, was soll ich euch sagen? Zusammen feiere ich die einfach. Auch auf welchem Album war es das letzte Mal? Auf dieser EP da. Was heißt EP? Auf diesem DNA2-Album haben die auch einen nicen Track drauf. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die heißt. Und die haben auch immer mal wieder einen Song zusammen gemacht. Kennt sich ja noch aus der Selfmade-Zeit und ja, ist nice. Dann kam die Stille, versteinerte Sinne, aber bis zum Ende eiserner Wille. Rapper schauen auf mich herab, denn ich hab sie gekillt. Geboren mit Tränen in den Augen, das ist Kappas Drip. Rapper schauen auf mich herab, denn ich hab sie gekillt. Mit dem Album auf jeden Fall. Digga, wer es noch nicht gehört hat, wenn ihr jetzt Kollega-Fans sind, die wegen Kollega nur hier sind, Digga, wenn ihr Genetik so halbwegs feiert, Digga, hört euch sein Album MDNA an, Digga. Übernice. Eiserner Wille. Rapper schauen auf mich herab, denn ich hab sie gekillt. Geboren mit Tränen in den Augen, das ist Kappas Drip. Es ist ein kurzer Weg von der Nabelschnur zum Strick. Leben beginnt mit einem Schrei, aber es endet still. Das Leben beginnt mit einem Schrei, aber es endet still. Monsterline. Die nackte Wahrheit, diese Home, ein Sidechick. Ganz normal für mich, dass ich sie mit meinen Brüdern teile. Weißt du, was ich meine? Die Art und Weise der meisten zu leben ist nicht die meine. Die glauben zwar, dass sie frei sind, doch gehen an der Leine, schweigend und leiden. Ja, sie glauben zwar, dass sie frei sind. Ist auch nice, gerade mit dem Rückenfilme und was nicht alles so gibt im Leben, ne? Kann ich natürlich nichts von sehen, nichts von erzählen. Bin einfach nur ein Konsument, der die Musik hört, der was mitkriegt, so. Aber ist auch ein nicer Part von Genetik. Aber Genetik, ich feiere ihn eh übertrieben. Diese Home, ein Sidechick. Ganz normal für mich, dass ich sie mit meinen Brüdern teile. Weißt du, was ich meine? Die Art und Weise der meisten zu leben ist nicht die meine. Die glauben zwar, dass sie frei sind, doch gehen an der Leine, schweigend und leiden. Lebende Leichen mit dem Ziel, Kröten zu machen. Die Kröten, Leiche in Teichen zeigen auf uns mit. Ja, nice. Er disst ja auch das Menschliche so komplett. Nicht Rapper, so allgemein die Menschen. Alles nur voller Egoisten. So Hauptsache ich, Hauptsache Geld. So der Rest ist alles scheißegal. Hauptsache ich mach Money. Ich lasse die Menschen auf der Strecke. Lass sie verhungern, mir doch egal, was aus dem wird. Aber er sagt so, nein, so bin ich nicht, Alter. Das feier ich komplett. Mit den Fingern, wie bannen wir diese beiden? Doch sind zum Scheitern verurteilt, als ob ihn Allah nicht speichert. Doch es reicht, hier kommen zwei, mit dir zwei Läufen, zwei und zwei. Und ich voll Blei mit 22, 22 an im Leib. Und du wirst bleich, alles voll Blei, so viel Blei bis. Oh, was für eine Energie, was für ein Flow, was für ein Leid du hier raushörst, Digga. Vorbei. Bleich, die Polizei malt Kreidekreise um die Leichen voller Blei. Kreideweiß, kein Beweis, keiner schreit, Stille kehrt ein, der Tod kommt leise. Ich hab Schalldämpfer dabei, zwischen den Zeilen im Geheim steckt der Teufel im Detail, in jeder Leine. Geheim steckt der Teufel im Detail. Auch sehr nice. Auch der Flowwechsel hier gerade mit der Energie fand ich sehr, sehr nice. Und auch die ganze Thematik dieses Songs ist einfach brutal.
der Schreibstille kehrt ein, der Tod kommt leise. Ich hab Schalldämpfer dabei, zwischen den Zeilen im Geheim steckt der Teufel im Detail, in jeder Line, in jedem Reim, so wie das Blei in deinem Leib. Du glaubst, es reicht, nein, nein, noch 2x2, hier siehst du zweimal Nummer 1, wieder vereint, nicht seit Tag 1, doch seit inzwischen langer Zeit und ich lass kein... Wieder vereint, nicht seit Tag 1, aber seit langer Zeit, auch sehr nice. Das meinte ich auch mit Kollege und Genetik. Haben schon den einen oder anderen Song zusammen gemacht und kennen sich halt auch schon lange. Man muss auch nicht jeden Tag was zusammen droppen, man muss auch nicht immer cool sein. Ich weiß auch nicht, ob Rapper denken, dass die Rapper die ganze Zeit cool miteinander sind, so, weißt du? Die haben ja auch ihre Streitigkeiten, aber man kriegt ja auch nicht alles mit. Aber ich finde cool, dass die auch nach der Selfmade-Zeit immer mal wieder einen Song zusammen machen. Auch dass Kollege auf dem Genetik-Kanal was gedroppt hat und so, finde ich ganz cool. Reicht, nein, nein, noch 2x2, hier siehst du zweimal Nummer 1, wieder vereint, nicht seit Tag 1, doch seit inzwischen langer Zeit. Und ich lass keinen Zweifel erscheinen, dass jeder weiß, dass wenn wir zwei einreiten, dir nichts bleibt, als auf Eisen zu beißen und verneigen. Dass dir nichts weiß, wenn wir beide was droppen, so verneig dich. So, Digga, ist vorbei. Es gibt gute Rapper, sehr starke Rapper und, Digga, aber wenn wir beide was machen, Digga, verneig dich vor den Rap-MCs, Alter. Und dann kam die Stille, eisige Winde, alles grau wie der verschleierte Himmel. Und dann kam die Stille, versteinerte Sinne, aber bis zum Ende eiserner Wille. Ja, nice, feier ich. Die ganze Mentalität des Songs, die ganze Atmosphäre, die der Beat auch schafft, geile Parts, absolut nix, was mir auf diesem Track fehlt. Zum Abschluss hauen die hier noch so einen Hammer raus, Alter, Digga. Und dann kam die Stille. Eisige Winde, alles grau wie der verschleierte Himmel. Und dann kam die Stille, versteinerte Sinne, aber bis zum Ende eiserner Wille. Ja, was soll ich euch sagen? Das war meine Reaction zu dem Song von Genetik und Kollege Stille. Ich habe alles in meiner Reaction gesagt. Ich feiere den Track todeskrank. Digga, für mich der beste Track wahrscheinlich, der heute released wurde. Digga, was... Also ich hab jetzt San Diego gehört, ich fand San Diego auch sehr stark, muss ich sagen, ganz klar. Aber der Song, der gefällt mir noch besser, der ist noch mehr mein Ding. Obwohl San Diego auch sehr gut war. Ich habe beide Reaction gemacht, checkt die beiden ab. Aber schreibt mir natürlich gerne in die Kommentare, was ihr von dem Song haltet. Und ja, wenn ihr überhaupt so weit wie ich, abonniert doch meinen Kanal. Ich bin raus, meine Freunde.